Ja, danke. Junge Begegnung ist natürlich sehr originell gesagt. Danke, Niki. Mein Thema, ich hätte mir gewünscht, als Intro, als Musik eigentlich zuerst einmal nie mehr Schule. Und dann vielleicht Georg Danzer, es gibt so viele leibernde Kinder, wo kommen nur die dummen Erwachsenen her? Und ist sich jetzt nicht ganz ausgegangen, aber das ist eigentlich der Einstieg. Mir geht es um Schulen, die gut sind, die aus den wienerisch leibernden Kindern, für alle, die nicht aus der Gegend sind, das sind die super Kinder, also die alle so berauschend und inspirierend sind. Wie werden aus denen eben die, die sagen, wann ist endlich Freitag und hoffentlich kommt der Montag nicht? Gute Schulen. Was bringt mich dazu? Ich selber habe erlebt, was eine gute Schule ist. Und ich möchte das an dem eigenen einmal kurz erläutern. Ich bin in Klagenfurt in die Schule gegangen und da muss ich vielleicht sagen, ja, ich sag's dann, wann das war. Das ist schon sehr lange her. Diese Schule war es und dort gab es einige Initiativen, die mich für mein Leben geprägt haben. Und da muss ich sagen, ich komme aus einer richtig klassischen Arbeiterfamilie. Beide Eltern haben die Volksschule gemacht durch die Kriegswirren und so weiter. Das heißt, es war schon ungewöhnlich, dass jemand überhaupt in ein Gymnasium geht. Und es war natürlich der Hintergrund ein anderer, als wenn man aus einem Bildungshaushalt kommt, wie man das so schön sagt. Bildungsferne Schichten heißt das, ja. Es gibt die Trigonometrie, Sinus, Cosinus und so weiter. Das wird man sich erinnern. Das kann man also aus der Formelsammlung lernen und in der Schularbeit. Man kann das in der Natur lernen. Hier sehen wir, man kann vermessen, die Land vermessen. Da braucht man das alles, um zu rechnen. Das haben wir gemacht. Allerdings, wir haben das an der Schule so gemacht, dass wir die ganze Klasse eine Woche auf die Gerlitzen gefahren sind und dort die Berge vermessen haben und die Wege vermessen haben. Und das kann sich jeder vorstellen, dass es schon was anderes ist, ob man das so trocken lernt oder ob man einfach sieht, ja, das ist ja auch für etwas gut und das Gemeinschaftserlebnis zusätzlich. Das ist also eine der Dinge, aber das war nicht nur die Mathematik. Ich zeige hier einen Ausschnitt aus dem Maturazeugnis und mein Klassenvorstand hat damals dann gesagt, er hat mich ehrlich gesagt verflucht, als er das geschrieben hat, weil ich habe so viele Freigegenstände besucht, die hat es aber gegeben und es war kein Platz am Zeugnis. Also wer das lesen kann, merkt, er hat dann zum Schluss fertig gefutzelt. Das war halt noch 1967, habe ich maturiert. Die Schule, von der ich rede, das war Anfang 60er Jahre, also das war eine andere Zeit. Und da gibt es Dinge wie literarische Übungen, da haben wir am Nachmittag da Konrad Ferdinand Meyer und andere Dinge gelesen, chemische Übungen, physikalische Übungen und so weiter. Also es war ein sehr reiches Angebot und das hat mich insofern geprägt, als ich gesehen habe, was eine gute Schule bewirken kann, nämlich einfach Horizonte öffnen und so weiter. Und das ist mir ein Anliegen. Und dann gab es ja einen großen Unterbruch. Ich habe studiert, Psychologie und Pädagogik, war aber dann nie weder Lehrer noch Therapeut, sondern ich bin in die Wirtschaftsberatung gegangen und ich verdiene auch mein Geld nach wie vor mit dem Management von großen IT-Projekten und Reorganisationsprojekten, also was ganz anderes. Zeitlang habe ich eher verheimlicht, dass ich Psychologe bin. Jetzt kann ich es betonen, weil jeder sagt, das Wichtige ist eh die Psychologie. Das ist also derzeit gerade große Mode. Aber Anfang der 90er Jahre, ich hatte so ein großes Reformkonzept für die Verwaltung gemacht, kam ein neuer Unterrichtsminister, manche kennen ihn vielleicht noch, Rudolf Scholten, hat ein Interview gegeben in den Salzburger Nachrichten. Tolle Statements habe ich gefunden, schreibe ihm einen Brief und bekomme einen Termin. Und dann auch einen Auftrag. Und aus diesem Auftrag ist sowas entstanden, also ein Schulreformkonzept. Die haben nämlich gesagt, das ist doch spannend, da hat jemand Psychologie und Pädagogik studiert, hat auch gewisse Erfahrungen in dem Bereich. Meine Frau zum Beispiel ist Lehrerin und ich kenne natürlich da auch viele, die in Schulen tätig sind. Kommt aber aus einem Management-Ansatz. Und das wäre doch etwas, das miteinander zu verbinden. Und das wurde dann also dieses Buch, ein Organisationsentwicklungskonzept für Schulautonomie. Ja, das ist jetzt auch einige Zeit her, nämlich 1993 geschrieben. Es ist also mittlerweile gut abgelegen. Und ich habe auch immer wieder Gelegenheit gehabt, das zu überprüfen, denn ich bin ja nicht der Meinung, dass etwas, was alt ist, automatisch gut ist. Es ist aber auch nicht automatisch schlecht, natürlich. Und ich wäre nicht hier, wenn ich nicht zum Ergebnis gekommen wäre, es lohnt sich. Ich habe es auch schon diversen Ministerkabinetten vorgestellt etc. Letztes Feedback von der jetzigen Ministerin, Kabinettschefin, mutiger Ansatz, ob wir das da heben, ist aber die Frage. Gut, ich stelle es hier vor, TED ist ja visionär und da muss man ja nicht so kleinlich sein. Um was geht's? Ich schaue mir zunächst in die Wissenschaft, was sagt die dazu?
Es gibt einen Autor mit einem sehr schwierigen Namen, Uri Bronfenbrenner, der hat eine große Untersuchung gemacht, wie wirksam ist kompensatorische Erziehung. Das heißt, die Frage genauer gestellt, die, mit der ich ja begonnen habe, wie kann man denn eigentlich etwas bewirken? Und ich komme später auch zu Zahlen. Es ist heute etwa in Österreich so, dass typischerweise Arbeiterkinder in die Lehre gehen und Maturantenkinder und Akademikerkinder gehen studieren und machen Matura. Das heißt, diese Entkoppelung funktioniert nicht wirklich in diesem Ausmaß. Und er hat eine wichtige Erkenntnis gebracht in diesen ganzen Studien, man kann sie noch immer lesen. Es ist ganz wichtig, früh zu beginnen. Und er hat gesagt, eigentlich vor der Geburt. Man muss bei den Eltern ansetzen. Aber je früher man es macht, umso besser. Also das heißt ja nicht, dass man dann später nichts mehr tut. Und zweitens, es ist eine Kombination von einer Fülle von Maßnahmen. Es ist nicht der Unterricht, es ist nicht die Freizeit, es ist nicht die medizinische Betreuung. Es kommt darauf an, dass alle an einem Strang ziehen und so wie hier auch noch in dieselbe Richtung. Das ist also sozusagen der wissenschaftliche Ansatz. Wie schaut es jetzt aus mit der Qualität der Schule? Hängt es an den Mitteln? Ich zeige hier eine Grafik, das ist, man kann es nicht im Detail lesen, ich kann es nur kurz erklären. Auf der einen Achse nach oben sind die Ergebnisse im PISA-Test Mathematik. Wer immer sagt PISA-Test, oh Gott, ja, kann man viel sagen. Gibt ein wunderbares Buch von Niki Glattauer, die PISA-Lüge kann man lesen. Aber da sieht man, dass Österreich rechts liegt und nicht ganz oben. Und was heißt rechts liegen? Man gibt in Österreich relativ viel Geld pro Schüler aus. Nämlich relativ viel. Und das Traurige sozusagen ist, wir geben viel aus, aber das Ergebnis ist schlechter als bei denen, die also hier links oben liegen. Das heißt, die mit deutlich weniger Geld ein genauso gutes Ergebnis erzielen. Jetzt kann man sagen, PISA ist nur Leistung und eine Mathematik, das zählt ja nicht und geschwindelt etc. Ich glaube nur, dass der PISA-Test mehr bewirkt hat an Erschütterung im Bildungssystem als vieles andere, an viele Debatten. Also man soll das auch nicht wegwischen. Wenn man dreimal hintereinander ähnliche Ergebnisse hat, dann sagt das schon was. Aber das ist die Leistungsseite. Schauen wir auf die soziale Seite und ich habe es kurz erwähnt. Das ist also eine Statistik, die zeigt, mit 16 Jahren, wo sind die Kinder dann? Und da sieht man, Akademikerkinder sind überwiegend im Gymnasium und die Kinder von Eltern mit Pflichtschule sind also nicht mehr in der Schule, sondern die sind bereits in der Lehre oder eben gerade auch noch in der Pflichtschule mit 16. Gibt ja auch noch so Fachschulen etc. Das heißt, diese Entkoppelung funktioniert nicht. Und das hat auch eine volkswirtschaftliche Komponente. Natürlich, Schulabbrecher, hier ist Österreich zwar nicht so schlecht mit der Zahl der Schulabbrecher, aber Österreich ist relativ schlecht in der Integration derer, die abgebrochen haben. Und hier gibt es Zahlen, die also von Millionen Schäden sprechen für die Volkswirtschaft, die das Ganze bringt. Jetzt haben wir gesehen, viel Geld, ja, Geld hilft, nutzt aber nicht immer. Was ist denn eigentlich der Faktor, der hier dazwischen liegt und der dazu führt, dass das viele Geld, das wir hineinpumpen, nicht wirklich ankommt? Schauen wir uns einmal Schulen an und fragen, wie schauen denn gute Schulen aus? Es hat auch was mit Ressourcen zu tun. Ich zeige mein Bild, das ist mir relativ vertraut. Wir sind halt noch in Reihe und Glied gesessen. Jetzt sitzt man halt schon im Kreis, vorne ist eine Tafel und da schreibt jetzt jemand, immerhin ein Schüler, also es ist schon partizipativ und interaktiv, aber das ist ein Schulbild. Das ist ein anderes. Hier sitzt man auch im Kreis, die Ausstattung ist besser. Laptops etc. gibt es mittlerweile natürlich. Es gibt vor allem in berufsbildenden Schulen, auch in Österreich, die großartige Konzepte hier fahren. Ich habe das gelernt vor kurzem, Flipped Classroom zu sagen, gelernt wird zu Hause, quasi mit YouTube und E-Learning etc. und in der Schule wird geübt. Also einfach umzudrehen, diese Relation. Nicht Hausübungen, sondern Schulübungen. Und das andere anschauen kann man später. Da geht schon einiges und ich sage, es ist ja nicht unwichtig, ob die Schule so ausschaut wie die links oder so ausschaut wie die rechts. Schauen wir uns was anderes an, können sagen, das ist typisch technokratisch, IT-Projektmanager, Laptops sind super und alles andere ist, nein, ich meine, das ist nicht so einfach, schauen wir uns das an, das ist auch eine Schule von innen, ganz ein anderer Raum und hier, dass es so sich dreht, das ist der Mac, hier sieht man Projektunterricht, hier sind Kinder aktiv, sind planend tätig. Das heißt, es ist eine ganz und andere Form. Allerdings ist klar, um das alles zu tun, braucht es Ressourcen. Ich brauche Lehrer, Lehrerinnen, natürlich brauche ich das, aber ich brauche natürlich auch, es wäre gut, hier quasi diese Inzucht einer Berufsgruppe und das richtet sich überhaupt nicht gegen Lehrer und Lehrerinnen, sondern jede Homogenität, jede Diversity öffnet einfach etwas. Alles das wäre wichtig.
Die Frage ist, warum funktioniert das eigentlich nicht? Und da zeige ich Ihnen, was wahrscheinlich die wenigsten wissen. Viele Schuldirektoren haben mich erstaunt angeschaut und gesagt, ja, okay, jetzt verstehen Sie es, aber gewusst haben Sie es nicht wirklich. Wie bekommt denn zum Beispiel eine Volks- oder Hauptschule, also Pflichtschule, und dort sind immerhin fast 40% der Schüler tätig und fast die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer, wie bekommt denn die ihre Vorgaben und wie bekommt die ihr Geld? Alle, die jetzt sich mit Management beschäftigen, sollen einmal ganz genau sich das vorstellen, wie das funktioniert. Die Richtlinien etc. und letztendlich das Geld kommt vom Bund, also von der Republik Österreich, vom Unterrichtsministerium. Die Lehrer werden zwar vom Bund bezahlt, jedoch sind beschäftigt beim Land und werden dort budgetiert und gesteuert und so weiter. Die Schulgebäude, Schulwart, aber auch jede Art von Personal, die nicht Lehrer sind, werden von der Gemeinde beigestellt. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommt einer und sagt, wir machen etwas mehr mit E-Learning. Dadurch können wir ein paar Lehrer einsparen, weil wir nicht so viele Frontalunterrichtsstunden haben. Wir hätten aber lieber Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Logopäden, Hypotherapeuten, was auch immer. Hypotherapeuten brauchen noch dazu Pferde, also die sind ganz sicher nicht in dem Kontingent mit dabei. Wir würden umschichten. Wir kommen mit dem gleichen Geld aus, wir würden umschichten. Und sagen, ja, das kannst du schon machen, da kannst du gerne auf die Lehrer verzichten. Ob das geht, keine Ahnung, aber probieren kannst du es. Nur, dass dieses Geld dann woanders ankommt für was anderes, das kannst du vergessen. Denn das ist weg. Und ob ein anderes kommt, das ist ganz was anderes. Das ist also die Realität und man muss sich das so vorstellen, also ich wohne so quasi, die Miete zahlt mir mein Vater, das Auto die Mutter und fürs Benzin ist die Tante zuständig und noch ein paar so verteilt und immer wenn ich was unternehmen will, muss ich dann alle unter den Hut bringen und sagen, das würde ich gern machen und wenn alle gleichzeitig Ja sagen und dann auch mitspielen, dann geht das. Also dass hier einiges verloren geht an Effizienz und dass ein echtes Management vor Ort nicht möglich ist, das ist also kein Wunder. Das schaut komplizierter aus und in Wirklichkeit ist es unnötig, weil in Wirklichkeit kommt das ganze Geld vom Bund und man kann sich das anschauen. Also das ist diese schwarze Säule, alle Steuern kommen vom Bund und die werden dann verteilt über mehrere Etappen und zum Schluss kommen sie auf getrennten Kanälen in der Schule wieder an und führen zur Ineffizienz. Was ist mein Vorschlag dazu? Der Vorschlag ist, fassen wir je Bezirk, wir haben in Österreich ca. 104 Bezirke, alle Schulen, egal welchen Typs, zusammen in eine, man kann das Bildungsdirektion nennen, dann sieht hier die Zahlen, das ist eine führbare Größe, ca. 48 Schulen, ca. 800 Lehrerinnen und Lehrer, ca. 8000 Schülerinnen und Schüler. Das ist schon ein ordentlicher Betrieb, aber das kann man schon führen. Die Schulen sind quasi sozusagen Filialen dieses Unternehmens und das bekommt, das ist der entscheidende Punkt, eine Summe Geld zur Verfügung, die hängt ab von der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in dieser Gegend leben. Das gibt gewisse Zuschlags- und Abschlagsfaktoren, je nach Zusammensetzung etc. der Bevölkerung, Migrationshintergrund etc. Anteile müssen auch zu etwas führen. Aber ansonsten ist dieser Bezirk, ist diese Bildungsdirektion frei, wie sie dieses Geld aufteilt. So sieht das Schema aus, also oben das Ministerium, das Geld, das ohnehin aus einer Tasche kommt, wird aufgeteilt nach diesem Normkostenmodell, nennt man das, und so viele Beispiele gibt es ja, auf die verschiedenen Bezirke und ihre Direktionen. Dazu Schulaufsicht auf Landesebene, dazu komme ich dann noch. Was hat die zu tun? Ich sage es nur kurz, das ist sozusagen die Leitung, das ist ein Gesamtunternehmen, das also alle diese Bereiche führt. Und warum gerade der Bezirk? Es gibt auf erstens gibt es Bezirke, es gibt die Bezirkshauptleute, wie wir wissen. Und es gibt auf Bezirksebene mittlerweile auch einige gemeinsame Initiativen von Gemeinden. Die haben zwar eher mit Abwasser und sowas zu tun, aber wollen wir uns nicht abschrecken lassen. Die Gemeinden sind mittlerweile gewohnt, auf Bezirksebene gewisse Dinge gemeinsam zu lösen. Und was ist die Pointe daran natürlich? Ich kann in diesem Bezirk die Mittel dann frei verwenden. Ich kann sagen, den Turnsaal bauen wir nicht in der Hauptschule oder der Volksschule aus, wir haben daneben ein Gymnasium oder die Werkstätte haben wir in der HTL, das können wir doch dort nutzen. Wir können vielleicht auch die HTL-Lehrer für den Werkstattunterricht rüberholen, wir müssen nicht eigene in der Pflichtschule halten und, und. Und wenn ich sage, ja, ich gebe einen Teil des Geldes für eben moderne Lernformen aus, oder ich kaufe mir Sprachlehrer vielleicht zu, Natives etc., dann kann man eben disponieren, wie jedes normale Unternehmen das disponieren würde. Jetzt können wir sagen, ja, das ist super, das Geld nehmen wir, aber was wir dafür machen, keine Ahnung. Natürlich braucht es eine Schulaufsicht.
Alle gelernten Österreicher werden vielleicht die Pointe verstehen, wenn ich sage, die Schulaufsicht soll auf Landesebene sein, denn dass also Landeshauptleute wie die Herren Bröllhäupl oder andere überhaupt alles gleich abgeben, wie es teilweise ist, das kann man sich abschminken. Also man muss dem Land schon auch eine Rolle geben und ich finde das eine sinnvolle Rolle, zu sagen, das Geld kommt vom Bund, die Leistung erbracht wird im Bezirk und die Schulaufsicht ist auf Landesebene. Und lieber Landeshauptmann oder liebe Landeshauptfrau, gab es ja hier eine Zeit lang, wenn du dich besonders profilieren musst, dann schau, dass deine Schulen besonders gut sind. Und Schulaufsicht heißt natürlich nicht, dass der Inspektor herumgeht und dass man PISA-Tests bis zum Ende macht, ja auch. Aber das heißt Evaluation, anschauen, denken wir an die Bilder der Schulen. Ich glaube, wenn Sie in eine Schule gehen und einmal den ersten Eindruck haben, merken Sie, wie riecht es hier, wie bewegen sich die Leute, wie schaut das aus und so weiter. Das ist also der Punkt dazu. Ja, geht das? Verfassungsmäßig kein Problem. Habe ich mir vom Präsidenten Holzinger auch bestätigen lassen, jeder kann sein Kind zu Hause unterrichten. Also kann man sagen, Schulen, das ist nicht was wie Polizei, das darf nicht nur die Öffentlichkeit machen, das kann jeder machen. Also kann ich sie auch so organisieren, gar kein Problem. Autonomie vor Ort, ich sehe plötzlich vor Ort ein Gesamtbild. Die Schulen und die Direktoren haben ja alle gar keine Bilanz, keine Gewinnverlust drin. Man sagt, was kostet das eigentlich, was du machst? Was nimmst du ein? Sagt er, keine Ahnung. Ich kriege da irgendwie von dort das, von das. Aber zusammengezahlt habe ich es nie. Ich weiß gar nicht, wie viel das in Summe ergibt. Ja, und ich habe die Beispiele genannt, gemeinsame Infrastruktur. Ich kann also wirklich den Mix an Einsatz machen. Sachmittel natürlich, ganz klar, aber auch personell ist es eben so, dass Lehrerinnen und Lehrer eine gewisse Ausbildung haben, aber es gibt andere Berufsgruppen, die für die Kinder heutzutage mindestens genauso wichtig sind. Jetzt kann man sagen, was geht nicht mit den Lehrern? Ich sage einmal erstes, Innovation hat nichts mit Alter zu tun, das muss ich im eigenen Interesse einmal feststellen. Aber selbst wenn es so ist, wir müssen uns nicht schrecken, schauen Sie sich die Kurven an. Ein Großteil unserer Lehrer, fast ein Drittel oder sogar 40%, je nachdem, geht in den nächsten 10 Jahren in Pension. Das heißt, wir haben eine einmalige Chance, unser Bildungssystem umzustrukturieren, ohne dass wir jetzt auch nur darüber nachdenken müssen, ob die Lehrergewerkschaft das vielleicht blockieren wird. Wie machen wir das? Sagen wir erst das Prinzip Freiwillige vor. Nicht von oben top, sondern sagen, welche Bezirke Österreichs sind interessiert daran, an einem solchen Experiment mitzumachen? Geht. Manche, die es kennen, es gibt den Gesundheitsplattformen in Österreich. Da wird auf Landesebene für die Gesundheit sowas gemacht. Wir werfen das ganze Geld in einen Topf und wir probieren es ganz einfach aus. Dieses gemeinsame Management. Am schönsten wäre, die Kindergärten wären auch dabei. Wir denken an Uri Bronfenbrenner. Ja, je früher, umso besser. Ja, und dann lernen wir voneinander und jedes Jahr kommen andere dazu. Schönes Ziel, Bergtour, das ist also einmal eine Metapher, wie erreichen wir den Gipfel. Ich habe einmal nachgerechnet und gesagt, wir werden schon 10 Jahre brauchen. Leider, schneller wird es nicht gehen. Aber jedenfalls schneller, als wenn man sagt, wir brauchen bessere Lehrer. Denn selbst wenn wir jetzt sagen, ab jetzt werden nur noch die Lehramtsausbildung machen, die die besten sind, ja, obwohl wir ihnen wenig zahlen. Egal, wir zahlen ihnen noch mehr. Egal, in 4 Jahren gehen die Ersten in die Schule. Es braucht 10 Jahre, bis es überhaupt beginnt zu greifen. Das wird in 10 Jahren fertig sein. Und außerdem sage ich, es liegt nicht an den Personen. Ich nehme das Buch von Niki Glattauer draußen, der engagierte Lehrer und seine Feinde. Lesen Sie das, der Niki Glattauer ist ein Lehrer. Also er weiß, wovon er spricht. Ja, und je früher wir starten, umso schneller sind wir am Ziel. Also nicht sagen, ja, dauert 10 Jahre. Und das hat auch was mit Mut zu tun. Leider gibt es ja keinen Tisch, sonst könnten wir ja gleich draufsteigen und sagen, wir entscheiden uns dafür und sagen, wir zeigen Flagge, wir machen das. Und in diesem Sinne lade ich Sie ein, hier dafür auch zu werben und das zu unterstützen. Danke.